Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront und zwar diesmal wieder den Modus Infiltration hier auf dem Scarif DLC. Wir spielen Gott sei Dank die Rebellen, denn die haben hier den X-Wing-Flieger und der ist meiner Meinung nach zumindest besser als die TIE Fighter hier am Anfang. Das freut mich deswegen. Na gut, versuchen wir mal unser Bestes hier wieder, um die Infiltration erfolgreich abzuschließen. Und hier erstmal unsere U-Wings durchzubringen. Ich hole mir auf jeden Fall die Y-Wings da, ey. Die sind immer Gold wert, mal ernsthaft. Die sind richtig gut. Größtenteils. Bringen einem schön Kills manchmal, von daher ist das alles super. Hinter mir sitzt einer. Au. Habe jetzt irgendwie gedacht, ich hätte noch ein bisschen länger Zeit, um da zu überleben. Falsch gedacht! Naja. Nicht so schlimm. Ich denke, man kann hier ganz gut Kills farmen noch. Mal schauen, wie es läuft. Häufig dauert diese Raumschlacht hier am Anfang ja auch recht, recht lange, weil man irgendwie am Anfang nur einen U-Wing kriegt und der kommt sowieso nicht durch. Und meistens kommt man erst irgendwie bei drei U-Wings durch. Also ich muss sagen, ich kann das jetzt ja mal langsam auch so ein bisschen hier von wegen eine Bewertung und sowas. Das ist jetzt wieder mal nur subjektiv, von wegen, ey, das ist meine Meinung, wenn ihr Scarif ultra krass abfeiert und sowas. Tut's mir leid, aber ich finde zumindest diese Raumschlacht hier am Anfang ist die schwächste im Spiel. Die beste ist meiner Meinung nach Kampfstation beim Todesstern und ansonsten Jägerstaffel gefällt mir auch besser als das hier. Das hier gefällt mir von den Raummissionen oder Raumschlachten oder wie man auch immer das nennen mag, am schlechtesten. Soll es nicht heißen, dass es super scheiße ist oder sowas, aber ist halt im Vergleich schwächer und daher, naja. Gerade wenn man halt den Todesstern hat man halt direkt davor rausgebracht, ne, dann vergleicht man das automatisch irgendwo. So, ey, Todesstern, da war das Raumschlachten-Ding eigentlich noch cooler irgendwie. Schade, dass das jetzt irgendwie so blöd geworden ist hier. Hier gibt es auch nur Dings, hier gibt es auch nur einen Flieger und nicht mehrere. Obwohl, vom Trümmern her ist es hier super geil, also von der Deckung und sowas. Es könnten vielleicht ein paar mehr größere Trümmer drin sein und sowas. Aber ansonsten, es ist halt einfach ziemlich arg für die Rebellen zum Vorteil. Und wie gesagt, der Anfang ist relativ einfach nur rumballern, weil, ganz ehrlich, ich habe noch nie gesehen, dass hier ein U-Wing direkt am Anfang durchgekommen ist. Ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass hier ein U-Wing direkt bei einem Anfang, als es nur ein U-Wing gab, durchgekommen ist, sondern immer, außer es, doch, ich glaube sogar einmal habe ich sogar gesehen, im Livestream oder sowas, da hatte einer keinen Bock und da haben sie ihn aber durchfliegen lassen, gefühlt. Aber ansonsten hat man immer erst, wenn man so drei U-Wings hat, dann kommen auf einmal so die Stellen, wo sie dann durchbrechen können. Vorher ist es einfach nicht möglich, teilweise. So, soll ich mir die Leben da holen? Ich glaube schon, ja. Boah, dass mich das getroffen hat. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, ich kann das so ganz cool abblocken da, aber das hat ja mal gar nicht geklappt. Y-Wings! Meine Y-Wings! Ich will sie kriegen! Oh, da hat mir die weggeschnappt. Ganz knapp vor der Nase. Na gut, dann heilen wir uns da hinten nochmal. Finde ich hier übrigens super. Das kann man auch mal sagen, anstatt beim Todesstern. Da ist es ja nicht so geil, dass man hier immerhin relativ viele Heilungspacks findet und so. Und dann kann man sich hier auch mal hochheilen. Also ich glaube, wenn man wirklich, wirklich gut fliegen kann, kann man hier ganz ordentliche Sachen reißen. Gerade als Rebellenflieger, finde ich. So, den schnappe ich mir auch. Ja, und das ist halt traurig irgendwie, ne? Die Imperialen, die können hier nicht viel machen. Die kriegen hier gezwungenermaßen... Das kommt nur auf mich an. Aber die kriegen hier gezwungenermaßen irgendwo schon viele Tode reingedrückt, weil sie sich einfach nicht schützen können vor den X-Wings. Und wir haben halt die Schilde, ne? Ich habe ein Schild, dann müssen sie mir erstmal eine Rakete draufdrücken, dann kann ich ausweichen. Dann können sie erstmal eine ganze Weile nichts machen. Ich habe das jetzt bis jetzt nicht mal richtig gut hinbekommen, aber... Es ist nun mal so. So, guck mal jetzt hier. Er ist jetzt eine ganze Weile hinter mir gewesen. Er kann aber nichts machen. Jetzt kann er mich treffen, weil dann noch einer ist. Mehrere hinter mir, okay. Jetzt habe ich halt auch noch die Chance, währenddessen halt wegzufliegen. Jetzt kann ich mich wieder hochheilen. Also ich glaube, hier kann man echt zu Null spielen. Und das ziemlich gut auch noch, wenn man sich schlau anstellt und richtig gut fliegen kann. Wenn jetzt einer von euch dabei ist, kann ich auch mal gerne sagen, was ihr hier so geschafft habt an Kills bei diesem Modus hier schon. Oder für Stats und sowas. Ich meine, 16-1 stehe ich. Bin wirklich jetzt nicht der beste Flieger und sowas. Und ich habe hier teilweise Fehler reingebaut. Beim Fliegen gerade, die nicht mehr so ganz zu verkraften sind. Dennoch klappt es ganz gut, ha? Und wie gesagt, man, also meiner Meinung nach muss man zumindest, ich weiß, es ist jetzt eigentlich genau das, was ich sonst nie mache, von wegen, man muss das Objective erstmal nicht spielen. Aber man muss hier am Anfang wirklich einfach das Objective nicht spielen. Jetzt haben wir drei, jetzt kann man langsam so anfangen, ey, jetzt kann man es mal versuchen, die da durchzubringen, weil ganz am Anfang, man schafft es sowieso nicht mit einem. Mit zwei kann man es hinkriegen, dreien auf jeden Fall. Und ich glaube, am Ende kriegt man sogar vier. Und hier ist halt auch wieder das Fiese. Ich muss theoretisch wirklich nur hinter dem bleiben und die Leute abballern, die sich sowieso nicht schützen können. Ne? Und die müssen den Dings hochjagen. Und müssen das halt einfach in Kauf nehmen, dass ich dann hinter den setze, mich hinter die setze und die weghole.
Ist halt alles ein schweres Schicksal. So, da vorne sind noch welche. Na, jetzt kann ich selber nicht nach vorne, weil mich hier irgendeiner verfolgt die ganze Zeit. Wo ist er denn? Ich glaube, der war das nicht. Oder war das der da? Warst du das? Du Lump, du! So, versuchen wir den da zu verteidigen. Auch wenn ich wahrscheinlich gar nicht mehr rankomme. 23-1. Also man kann sich hier echt nicht beschweren, was man hier für Sachen kriegt. Ich hoffe persönlich, ich werde nicht eingeteilt, aber mal gucken. Vielleicht werde ich es. Jetzt glaube ich, sterbe ich. Ich bin jetzt hier mitten im Kampfgebiet. Uiuiuiui. Ja, ich werde eingeteilt, okay. Dann bin ich immerhin nicht gestorben, ne? Kann ich immerhin das sagen? Ich habe ja auch teilweise schon Leute gehabt, die dann wirklich einfach mit dem U-Wing hier gekämpft haben. Weiß jetzt nicht, ob der so krass im Kämpfen ist, aber ist auf jeden Fall möglich. So, mit dem U-Wing fliegen ist relativ boring, muss ich sagen. Ich gebe mal Gas, hinter mir sind drei Leute, man sieht es auf der Minimap. Aber bis jetzt visieren sie mich nicht an, die lassen mich, glaube ich, recht gut durchfliegen bis jetzt. Da vorne ist noch einiges von uns, von daher, ich glaube, ich könnte es ganz gut schaffen. Sieht zumindest so aus. Gib Gas! 10.000 Punkte habe ich, also punktetechnisch, wow, ey. Ja, das schaffe ich auf jeden Fall. Das schaffe ich auf jeden Fall, das kann ich nicht mal mehr nicht schaffen. Und jetzt haue ich das Schild rein, habe auch noch diesen Raketenstörsender, die können mich nicht mehr einholen. Das ist nicht mehr möglich. Einfach geradeaus durchgeflogen. Kerzen gerade drauf zu. Weiter aufs Ziel zu, wie der eine immer sagt. Sehr gut. Aber hätte man das jetzt, wir waren gerade mal bei 5 Minuten, hätte man das jetzt ausgenutzt und ich wäre jetzt, sagen wir mal, einfach wirklich konstant, das ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, aber ich wäre konstant so gut gewesen wie vorher, hätte ich jetzt 48-2 gehabt, ne? Sagen wir mal, das wäre jetzt der Best Case, wirklich der Best Case, den man so hätte haben können. Da muss ich doch sagen, krass. Das wäre echt krass. Wenn man dann jetzt erst so mit den Stats in die Phase geht, das wäre wirklich krass. Also man kann hier auf jeden Fall auch richtig kranke Gameplay-Highscores raushauen. Sache ist bloß hier, im Gegensatz zum Todesstern, wo man auch so recht gute Stats kriegen kann durch das Fliegen, man kriegt hier relativ selten den Helden. Es gibt nur einen Helden. Und ich glaube, es gibt hier sehr oft irgendwelche Szenen, wo dann hier Leute sitzen und dann kann man nichts machen in dem Moment. Oder man erwartet es nicht, dass dann da irgendwo einer im Busch hockt. Ich spiele übrigens DT-12, sieht man gerade. Ich mag die Waffe ja echt gerne, auch wenn sie... Ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich so gut ist. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist, hier wieder mal mit dem Sprungpack rumzufliegen, denn eigentlich... Oh, verdammt. Denn eigentlich finde ich, das Sprungpack ist hier sehr gefährlich, tatsächlich. Man springt so häufig irgendwo einfach rein ins zufällige Blaue und wird dann weggehauen. Das ist eigentlich nicht so geil. Das stelle ich jetzt auch an die Stelle hier. Oh. Nein! Ach komm! Dass sie auch mit dieser scheiß Schockgranate spielen müssen, ey. Und dass sie genau dann da landet, wenn ich da gerade hingehe, ey. Ist ja auch wieder unglaublich. Was nicht so toll an dem DT-12 ist, ist, die ist relativ ungenau, finde ich. Naja, hinter mir sitzt wieder irgendwo einer im Busch. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ja, du bist so ein ganz toller Typ. Kommt nur her. Oh, das. Der Krennic. Oh, das ist die nicht. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre schon draußen. Na gut, falsch gedacht. Ich wollte doch nur das Power-Up. Ernsthaft? Hängt der jetzt hier fest oder was? Ah, gucken wir uns hier mal die Büsche an. Das ist auch so eine Sache. Das kannst du eigentlich nicht bringen, finde ich, sowas. Sowas kannst du wirklich nicht bringen. Ich verstehe auch nicht genau, warum die sich für Scarif entschieden haben. Ich meine, gut, optisch sieht es super geil aus und sowas. Also auch von der Abwechslung her. Ist mal echt ein anderer, ein Unterschied und sowas. Aber mich wundert es echt, dass sie das genommen haben, weil gameplay-technisch ist es sauschwer, das umzusetzen, hier irgendwo so einen richtigen Dschungel zu bauen, der aber auch nicht behindert, ne? Und teilweise ist es wirklich leider hier, dass er sich sehr doll in den Weg baut und dass man dann echt behindert wird dadurch einfach nur. Und nicht wirklich nach vorne kommt, dann hängt man hier am Busch fest, dann können Leute irgendwie auf die Büsche drauf sitzen, in den Büschen drin. Das ist teilweise, naja, ne, mittelmäßig. Oh. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest, ey. Und da wundert mich so ein bisschen, dass sie sich hierfür entschieden haben. Ich sehe nix. Der ärgert sich auch gerade wieder. Ah, Mist. DL-18, die ist super, die Waffe. Dass ich das mal sagen würde, hä? Glaubt ja auch keiner. Haben die noch immer den Krennic? Ja, haben sie noch.
Ich glaube, der macht das ganz gut mit der Abwehr. Zumindest kommen wir ja nicht voran. Komm, das Ding nehmen wir mal mit. Häufig lasse ich die mittlerweile schon liegen, ne? Weil ich weiß nicht, warum. Warum soll ich die noch mitnehmen? Von wo? Von wo? Diese imperialen Mistkerle haben unseren Schmerz. Meine Güte, ey. Greift die Sturmtruppen an und macht ihn wieder scharf. Bop, 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 bop. Ich brauche meine Bagdad-Bombe. So, na endlich. Ab nach vorne! Imperiale Einheiten voraus! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach ja. Lass das. Ich treffe da. Ich kann da nicht durchschießen. Es ist ein Witz. Scheiß Blasterpistolen-Kanonen-Dingsbums, ey. Da denkt man sich schon so: Ja, komm, ich bin voll smart. Stell mir das da so hin. Oh, komm ich da noch weg vor? Ja, geil. Stell mir das da so ganz smart hin und dann wird man da einfach so verarscht. Dann kann man da nicht durchschießen. Ach, Mann. Ach, Mann. Warum sind hier so viele, ey? Ich komme hier nicht durch. Ich glaube, wir verlieren das in der Phase. In der Phase habe ich es, glaube ich, erst einmal verloren oder so. Verstehe nicht, was mein Team treibt. Also ich mache hier andauernd die Dinger an und aus. Hier war mein Merkmal auch so nicht hochgespielt, leider. Scheiße. Ich werde hier nur hin und her gedotzt. Krieg mein Merkmal nicht hoch und... Oh, auf den habe ich gar nicht geachtet. Was ist denn jetzt hier mein Team zum Beispiel? Wo? Nee, den verliere ich so. Kommt der nicht? Warum traut der sich nicht? Ach, das ist der Noob hier. Ja. Wir brauchen dieses Ablenkungsmanöver. Ja, das werde ich verlieren. Das werde ich verlieren. Ich werde verlieren. Oh, und jetzt auch noch das. Ich kann nicht hier gegen 10 Leute immer auf einmal kämpfen, ohne Hilfe, ey. Meine Güte. Wo sind denn da mal meine Teammates, ey? Das ist unglaublich. Wir sind doch hier selber auch. Wie viel sind wir denn? 12 gegen 12? Ich habe schon wieder vergessen, wie viele man hier so nehmen müssen. Mehr. 20? Keine Ahnung. Aber das gibt's doch nicht, dass hier so wenig Leute einem helfen. Mann, 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 Mann. Ist doch nicht so schwierig, die Leute hier umzuschießen. Oh, da sitzt schon wieder einer im Busch hinter... Weißt du, ich rette dem sein Leben und er hilft einfach nicht. Er läuft einfach straight weiter. Ihm ist scheißegal, dass er da die ganze Zeit von hinten abgeschossen wird. Denkt sich nur so, ha, guck mal, der Vollidiot da vorne. Der dreht sich sogar um und hilft mir. Rettet mir mein Leben. Ich sein's aber nicht. Pech gehabt, Arschloch. Nice, danke. Also die Teammates wieder, ey. Den würde ich gar nichts anvertrauen, ey. Solange die einen Dolch, wenn die einen Dolch in die Hand kriegen, rammen sie dir den schon in den Rücken, ey. Au, au, viel zu viele. Schon wieder das Problem, ey. Es sind hier 3 Gegner. Ich hau 2. Das sind einfach viel zu viele. Ich habe keine Chance, da durchzukommen. Ich kann ja viel erreichen, aber das kriege ich jetzt wirklich nicht hin. Ich leider auch mein Merkmal so nie hochgespielt, weil ich einfach immer irgendwann so bitter enttäuscht und erwischt werde von allen Leuten, dass ich einfach verloren habe. Hier muss irgendwo einer direkt bei mir sitzen. Wir brauchen diese Ablenkung. Haltet die imperialen Truppen von euren Sprengsätzen fern. Wir springen da jetzt mal hoch. Damit wir hier auch mal das Ding halten. Shit, schon wieder aus. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen von hinten? Dieses scheiß Schlagsystem manchmal. Schade. Naja, ich wäre sowieso draufgegangen. Ich habe irgendwie da angenommen, da wären mehr von mir, von meinen Leuten noch, aber das habe ich wohl falsch gedacht. Da waren leider nur noch von denen welche. Es war jetzt dämlich, da reinzuspringen. Ja, ich gebe zu. Ich war auch so ein bisschen gierig jetzt gerade auf das Merkmalstufe 3, muss ich sagen. Ich wollte unbedingt das Ding ausmachen. Wollte den da schön erschlagen, Ding ausmachen und schon, oder anmachen und schon hätte ich Merkmalstufe 3 gehabt, aber so leider nicht. So, 2 Leute habe ich ausgeschaltet. Wo ist mein Team? Wo ist mein Team? Hier sind so viele Leute um mich rum. Da ist ein Gegner und ein Geschütz. Können die mal irgendwas abschießen? Mann, 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 Mann. Ich glaube echt, wir verlieren das an der Phase. Habe ich wirklich noch nie gehabt. Interessant. Einmal höchstens, behaupte ich jetzt mal. Einmal höchstens. Dabei haben sie nicht mal mehr den Helden, ne? Ah, Mist. Weg hier.
drei Leute wieder direkt hinter mir her. Verstehe es gar nicht. Die haben sogar ganz gute Stats bei mir im Team. Also, das liegt jetzt nicht daran, dass die irgendwie keine Kills machen würden oder so. Ich weiß nur nicht, was sie objective-mäßig machen. Die machen irgendwie keine Kills an der Stelle, wo sie wichtig wären oder so. Das ist ja echt enttäuschend ein wenig. Weil eigentlich, ja, ganz ehrlich, man gewinnt das hier, kann das hier eigentlich nur halten, wenn der Krennic Ewigkeiten lebt. Und das hat er nicht. Der war eigentlich relativ früh tot. Von den Gegnern sieht jetzt auch keiner richtig krass aus. Gut, der Hyperino da. Hyperio? Hyperio. Naja. Krank, dass wir das verlieren so. Naja, schade, schade. Ich wäre gerne in die dritte Phase gekommen. War mir leider nicht vergönnt, aber ich würde sagen, ich hatte ganz gute Stats. Von daher ist alles in Ordnung. Schade eigentlich, dass wir das verloren haben, weil... Wenn wir nur auf Kills spielen, dann kann ich auch hinten stehen bleiben und irgendwo selber auf Kills spielen, anstatt dann nach vorne zu gehen. Aber gut. Das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und bis dahin sage ich Tschüss.